Herzlich willkommen bei Beyond Pixels, mein Name ist David und endlich ist es soweit, der Goat Simulator ist endlich auf dem Markt und es ist kein April-Scherz. Und deshalb lass uns keine Zeit verlieren, einfach mal ausprobieren und rumdödeln. Denn das Spiel hat kein Ziel und gar nichts, aber es ist einfach super. Also, und diese Physik-Engine ist über alle Maßen erhaben, wie man schon sieht. Und aufs Haus hinauf. Perfekt. Also dieser Mensch, der die Designentscheidung getroffen hat, aus einem Skater eine Ziege zu machen, der ist einfach mein Held. Dieser Mensch ist genial. Und ich habe schon so lange drauf gewartet und jetzt müssen wir dann noch 50 Meter nach oben klettern. Die Szene kennen schon vielleicht Leute aus dem Trailer. Aber ich sage euch, es lohnt sich. Ich habe noch vorher schon 10 Minuten gespielt. Und nicht nur die Aussicht ist fantastisch, auch die Möglichkeiten. So, und ich werde jetzt mal versuchen, gleich auf das Trampolin zu springen. Okay. Oh, komm, komm, komm. Oh. Nein, ich will da drauf landen. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay. Wow. Und es gibt übrigens auch eine Zeitlupenfunktion. Anscheinend habe ich eine ziemlich hohe Höhe erreicht. Weil hier ist dann die Map irgendwo zu Ende. Okay, das war richtig hoch. Was ist denn das hier? Also es gibt wirklich viel zu entdecken. Es ist einfach fantastisch, dieses Spiel. Oh, da springe ich mal rein. Okay. Okay. Alles klar. Da ist eine Statue. Cool. Irgendwas gefunden. Sehr schön. Ja, also es ist auch möglich, glaube ich, sich selbst Welten zu basteln. Und da bin ich gespannt, was da noch kommt von den Spielern. Und auch eigene Objekte zu entwerfen, so ähnlich wie bei Team Fortress. Das ist von Steam unterstützt im Steam Workshop. Und momentan reicht nur mal diese eine Welt. Und es ist einfach, man muss es genießen. Einfach diese Ziege. Es ist fantastisch. Ja. Diese Ragdoll Engine, ich könnte den ganzen Tag einfach nur zuschauen. Oh, das ist natürlich auch schön. Ein paar Demonstranten. No penis shaped food. Okay. Oh, auch noch ein Ball so. Das ist auch diese Party hier crashen. Es muss gestehen, dieses Spiel ruft meine schlimmsten Seiten hervor. Aber ich glaube, es muss so sein. Ich weiß auch nicht genau, was ich diese Punkte bringe, aber ich finde es trotzdem schön, wenn da irgend so ein Punkte-Counter raufzählt. Und ihr seht schon links oben Flipping Normal, das heißt den 720 machen. Das ist aber gar nicht so leicht, weil man den wirklich stehen muss. Also das reicht nicht. Das war jetzt nicht gestanden, wie man vielleicht gesehen hat. So, da gibt es diese wunderbare Rutsche. Und auf die werde ich jetzt versuchen, noch drauf zu springen. So. Und dann von der anderen Richtung so richtig schön das mitzunehmen. Nochmal, weil es einfach so cool ist. Es ist einfach, man kann diese Rutsche den ganzen Tag runterrutschen. Das ist... Oh, ich hab's verkackt! Nein! Okay, egal. Nicht so schlimm. Ich würde einfach gerne nochmal auf den Kran. Es tut mir leid. Es dauert ewig lang darauf, aber... Ach, es ist einfach so herrlich. Endlich ist dieses Spiel da. Endlich! Und was soll ich sagen? Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe und noch besser. Wenn es dann nur einen Aufzug geben würde. dieses Hals herumdödeln, ich finde das so cool, dass diese eingebauten Bugs, die als Feature verkauft werden, das ist fantastisch. So, jetzt mal ganz rauf. Und dann mal, oh, da sitzt sogar wer. Ja, sehr schön. Den mal runter. Und jetzt einen harten, weiß nicht, 20-fachen Backflip oder so. Na cool.
Ja, nicht verstanden. Wer hätte es sich gedacht? Oh, das ist das aus dem Trailer, die Tankstelle. Sehr cool. Sehr cool. Und dann... Oh, das ist ja auch... Da muss man mehr oder weniger einfach zugreifen. Headbutt, Basketball. So, was gibt's hier denn noch alles zu zerstören? Und Unfrieden zu stiften. Unfrieden, egal. Es ist einfach grandios. Endlich mal ein Spiel, wo ich mir... Oh, eine Ziege! Natürlich kann man auch die headbutten. Und dich. Und ist da oben noch eine? Nein. Was ist da hier? Was ist... Wow, was ist jetzt passiert? Oh, cool. Verstecktes Level, oder wie? Ich liebe dieses Spiel. Oh, ist das cool. Und dich nehme ich mit. Und dich. Und dich auch. Und dich. Und dich. Und dich. Und dich. Ach, Ziegen sind super Tiere. Ich hätte gerne eine Ziege. Oh, das ist ja cool. Da setze ich mich mal drauf. Okay, beängstigend. Oh! Ich habe eine andere Ziege bekommen, cool! Teuflische Ziege. Yes! So, ich würde da gerne, weil da oben ist diese Gasflasche, ich würde da gerne raufspringen. Und ich finde es irgendwie schön, dass man wirklich mit dem Trampolin immer höher springt. Das echt cool macht. Genauso muss dieses Spiel einfach funktionieren. Scheiße. Oh Gott. Okay, noch einmal. Ist da noch was oben? Ja, da ist noch was oben. Ich probiere es noch einmal. Und jetzt. Komm. Okay, egal. Draufgeschissen, es gibt sicher andere coole Sachen hier. Ich werde einfach weiterhin Sachen zerstören. In meiner blinden Wut als Teufelsziege. Ja, und es hilft ja nichts. Irgendwann muss man mal, so ehrlich muss man sein, einfach von diesem 10 Meter Brett runterspringen. Aber vielleicht komme ich da schneller rauf, weil, wie man gesehen hat, sind Leiter nicht das Schnellste. Und ja. Ja, fast. Naja, okay. War jetzt noch nicht so tolle Abkürzung, aber trotzdem. Das ist übrigens, vor lauter Freude habe ich ganz vergessen, was ist das? Das ist natürlich ein Let's Try, wie ihr im Titel wahrscheinlich unschwer erkennen könnt. Und es kann sein, dass da noch mehrere Teile folgen, weil ich einfach so viel Freude daran habe. Aber, au! Grundsätzlich möchte ich jetzt kein stundenlanges Let's Play machen. Aber ich soll einfach mal einen Eindruck bekommen, wie dieses Spiel so ungefähr abläuft. Und ich denke, das bekommt man hier schon ganz gut. Ha. Gibt es eigentlich schönere Sachen, also schönere Spiele? Es gibt kein Spielziel, es gibt einfach pure Gewalt und Zerstörung und eine Ziege. Es ist fantastisch, wie gesagt. Game Designer 1A. So, ich glaube, ich versuche jetzt nochmal da runter zu springen. Tu es. Scheiße. Ah, ist doch schon wieder so schlecht. Okay, egal. Vielleicht finden wir hier was Schönes. Anscheinend gibt es ja mehrere Geheimnisse, von dem her. Ja. Welt durchsuchen lohnt sich im... Oh, ich hab's schon aus dem Trailer gesehen. Oh, Jetpack. Oh. So, das hatte mal eine Zeitlupe verdient, auch wenn ich kann das nicht kontrollieren. Ah. Ah. Okay, in die Tankstelle rein. Ah. So, werde ich das wieder los? So, gar nicht. Michael Bay. Schön. Sehr schön. Oh, da ist ein Verkäufer. Egal, ich habe jetzt dieses Jetpack. Ich kann jetzt immer nur Leute bashen. Man muss auch mal sein Jetpack ausnutzen. Auch wenn ich das überhaupt nicht kann. Das kann man ja überhaupt nicht steuern. Das geht ja gar nicht. So, ich brauche jetzt dieses Trampolin da vorne. Also, es ist total genial. Bei jeder Aktion freue ich mich wie ein kleines Kind. So wie jetzt hier. Genau auf diesen Moment. Es wird super. Auch wenn ich wieder nur 2 Sekunden in der Luft bin. Es ist genial. Und go. Ah, komm, das gibt's ja nicht. Scheiße.
Ja, Ziege! Ah. Nein! Okay. Ah! Okay. Wie werde ich dieses Ding jetzt wieder los? Nein, so nicht, so nicht. Okay, egal. Einfach nur ein bisschen fliegen. Aber ab einer gewissen Höhe wird es dann echt unsteuerbar. Ach, ist ja auch egal. Ich mache jetzt nochmal Restarts, damit dieses Ding weg ist, weil ich damit einfach nicht umgehen kann. Und dann einfach Sachen weiter zerstören. So. Ha, jetzt haben wir einen Frontflip gestanden. Frontflip mit einer Ziege. Yeah! Ich habe ja schon geschrieben, ich warte sehnsüchtigst drauf, meinen ersten Backflip mit der Ziege zu stehen. Ja, Mann, das war gut, das war gut, das war gut, das geht sich aus, das geht sich aus. Nein, zu weit, scheiße. Ups. Da bin ich mal mit dem Kopf durch die Decke oder so. Okay, ich mache mal einen Respawn. Okay, sehr gut. Also man sieht, es hat Bugs, aber das verzeiht man dem Spiel einfach. Es ist okay. Das macht überhaupt nichts. Das ist okay. Das ist mehr ein Feature als ein Bug. Und hier mal wirklich. So. Ich muss einfach diese Leute bashen. Es hilft ja nichts. Und die brennen sogar, wenn man sie mit dem Griller anzündet. Das ist echt hart. Okay, hier ist eine Rakete. Das wird super, das wird super. Vielleicht schaffe ich es wirklich, auf dieses Trampolin da drauf zu springen. Das wäre sowas von... Ja, okay, genau. Ich schaff gar nichts. Ja, da kann man dann auch nichts mehr lenken. Also wenn sie mal in diesem... Man kann das automatisch machen. In diesem komischen Ragdoll-Modus. In diesem hier. Dann geht gar nichts mehr. Aber dafür springt sie und fliegt sie dann viel besser. Also die Ziegen natürlich. So, hier mal das Haus zerstören. Ach, ich sag's euch, da erwartet eine stundenlange Fröhlichkeit und Spaß und es ist einfach krank, dieses Spiel, es gefällt mir. Oh, da ist eine Statue. Ich will diese Statue, geh weg, Stuhl. Okay, egal, springt vom Fenster wieder raus. Und auch dieser Trailer... Von der Walking, na, von nicht Walking Dead, von der Left, na, das ist ein Zombie-Spiel. Dead Island, Verarschung, es war herrlich. Kann ich nochmal in der Beschreibung verlinken. Vielleicht schaffe ich es nochmal ein bisschen schöner zu explodieren, indem ich da raufspringe und dann diesen Gastank zum Explodieren kriege. Man hat ja vorher schon gesehen, es funktioniert gut oder es kann gut funktionieren, aber so immer so 100, oh, immer so 100%ig steuern kann man es leider nicht. Oder ich nicht. Ihr vielleicht schon. So, es gibt da diese Ventilatoren. Schauen wir mal. Oh, ist das cool. Oh. Oh, ich habe unabsichtlich diese Ragdoll-Physik wieder eingeschaltet. So, einmal muss ich da noch rauf. Es hilft ja nichts. Schauen wir mal. Das Let's Play wird eh nicht so lang dauern. Und von dem her, einmal geht's noch. Und ihr könnt ja auch vorspulen. Ich leider nicht. Macht aber nichts. Man hat da echt eine gute Weitsicht. Ich meine, man kann natürlich da nicht hin, weil dieser Tunnel, der da unten ist, also der hier, der beschränkt dann schon alles. Da kann man nicht weitergehen. Das habe ich schon mal ausprobiert, aber es ist super. Und wenn da wirklich noch Content nachgereicht wird und dann noch mehr Levels existieren und was weiß ich was, es ist super. Ah ja, ich könnte auch nur versuchen, auf dieses Trampolin da zu springen. So, das ist ein guter Plan. So, vielleicht mit ein bisschen Anlauf. Scheint mir eine weite Distanz zu sein. So, nein. Tu es, Ziege. Tu es. Ja! Bam! Das war aber jetzt ziemlich schwach. Na gut, dafür bin ich gleich aufs 10 Meter Brett gesprungen. Auch schön, auch schön. Au. Das war auch anders geplant. So. Übrigens, es gibt ja noch eine zweite Rutsche, die man ausprobieren kann. Moment, ich hab's gleich. So. Ja, gut, gut. Wer braucht übrigens Leitern oder Gehwege, wenn man Rutschen hinauflaufen kann? Das ist super, dass es die Ziege kann. Und hier habe ich absolut keine Kontrolle mehr. Es ist wieder dieses Ragdoll-Ding. Oh, nein!
Da hier! Ja! Ah, coole Kombo. Ja, Tony Hawk kann sowas nicht. Nur Ziege Hawk. Die Teufelsziege. Die kann sowas. So, wo als nächstes hin? Ja, also die Welt ist, wie gesagt, doch ein bisschen begrenzt. Aber oh, natürlich kann man mit Autos reinrennen. Gott sei Dank ist mir das nicht passiert. Schauen wir nochmal darüber. Okay. Um mal das aufzuzeigen, natürlich. Was? Nicht getroffen? Ja, natürlich geht das auch. Und bei Billy. So sieht's aus. Aber man kann auch drüber springen. Jetzt mal fertig machen, dafür, dass sie nicht reinfahren. So. Sehr nice. Mir würde noch interessieren, komme ich irgendwie auf diesen Strommast? Das wäre ziemlich cool. Nein. Okay. Hätten wir das auch geklärt. So. Oh, das sind Bälle. Oh, hoppla. Kaputt gemacht. Ja, einmal will ich noch da versuchen raufzukommen. Das gibt's ja nicht. Es muss ja schaffbar sein. Ah, viel zu früh. Ach, ist ja egal. Ja, komm, was ist mit dir? Hallo. So. Was ist das? Schauen wir mal. Trial Run. Ja, sicher. Probieren wir das auch noch aus. Schauen wir mal, was da passiert. Okay, Ziege, ja, so. Achso, das ist ja unspektakulär. So viele Punkte wie möglich zusammen in einer Minute. Ja, dann crashen wir natürlich wieder mal die Party. Es hilft ja alles nichts. Ach, ich bin schlecht. Ich schaffe so wenig Punkte. Springen aufs Trampolin. Nein. Kacke. Ja, gut. Ich glaube, das ist so ein bisschen außer Konkurrenz jetzt, diese 1 Minute. Aber was soll's. Also, bin auch gespannt, wie das dann läuft mit den Challenges. Ob da noch mehr möglich ist. Das wäre schon interessant. So, wer schafft den krassesten Sprung vom Hochhaus runter. Oder einfach mal so ein Feld von Gasflaschen. Wäre ganz schön. Ja, danke schön. Close. Das ist so ein bisschen ungut. Ich spiele das mit dem Controller, weil ich meinen Finger gebrochen habe. Von dem her spiele ich auch so scheiße. Das ist meine Ausrede. Und ja, es ist ein bisschen blöd, weil manche Sachen gehen einfach nicht mit dem Gamepad. Da muss man dann die Maus dazu verwenden, so wie jetzt im Menü. Aber das verzeiht man natürlich auch dem Spiel, weil es einfach grandios ist. Und ich hoffe, ja, da stehen die Gasflaschen wieder. Und ich denke, das wäre ein schöner Abschluss, wenn ich das jetzt schaffe, nochmal so schön durch die Luft zu fliegen, wie ganz am Anfang. Mal schauen. Es passiert ja immer irgendwas Ungewolltes von dem her. Ja, das war gut. Und ich hab's gestanden. Nice. Okay, alles klar. So. Ich tue mein Bestes. Nein, das war schlecht. Ja, Mann! So sieht's aus. Reach for the stars. Das ist es. Wo bin ich denn jetzt? Okay, ich bin in irgendeiner unsichtbaren Wand gefangen. Aber es ist trotzdem geil. Oh. Was ist denn jetzt los? Airtime hard. Ja, so sieht's mal aus. Okay, ich glaube, ich bin in einem Teil der Welt, wo ich nicht mehr hin soll. Und ja, ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Von dem her, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie mir. Ich werde auf jeden Fall noch schauen, dass ich einen zweiten Teil mache. Vielleicht in einer anderen Map. Mal schauen, was sich so in den nächsten Tagen tut. Und ja, hoffe, ihr lasst mir vielleicht ein Abo hier und einen Daumen nach oben. Und schaut mal auf die Beyond Pixels Seite. Ich freue mich, bis bald. Das war's, euer David. Ciao.